herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute möchte ich ein Osterkörbchen basteln. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran. Für mein Osterkörbchen habe ich mir das Designpapier Blühende Felder ausgesucht. Und zwar dieses Teil, das lege ich auf die Seite. Und dann wird einfach angefangen. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Und zwar brauchen wir, es soll in der Mitte ein Quadrat entstehen. Also brauche ich erstmal die Mittellinie, also die mittlere Falzlinie, 6 Inch. Also wir brauchen, hier habe ich jetzt die Inchmaße und 6 Inch und 6 Inch auf der Länge und der Breite. Mache ich dann hier. Wo ist das denn? Nehmen mal einen Punkt hin. Ganz fein, dass ich ungefähr die Mitte habe. Und von der Mitte nehme ich 2 nach oben. Also 2 Inch nach oben sind es dann 4 Inch. Und runter von 6 sind 8 Inch. Und das gleiche drehe ich um 90 Grad, lege wieder bei 6 Inch an, dann oben die Markierung 4 Inch und oben unten 8 Inch. Und dann muss ich mal schauen, ob ich das jetzt so schneiden kann, falzen kann. Also muss ich bei 8 Inch anlegen. Und dann falzen wir von 4 Inch nach 8 Inch. Umgedreht, jetzt einmal rundherum. Also jetzt brauchen wir wieder die 8 Inch. Und dann wieder von 4 Inch nach 8 Inch. Wieder öffnen. Jetzt kann man ganz fein die Linien sehen und jetzt müssen wir von den jeweils von den Eckpunkten nach außen schneiden. Das sehe ich nicht so gut. Da ich keine so große Schere habe, zeichne ich mir die schrägen Kanten vorsichtig ein. Wenn ihr eine große Schere habt, dann könnt ihr das gleich auch so einschneiden. Und jetzt wird eingeschnitten von der äußeren Spitze, genau auf der Linie. Und das einmal rundherum. Tun wir das in der Mitte vorsichtig falten. Das herum machen. Die Seite gefällt mir eigentlich besser. Und dann machen wir das so
Und dann brauchen wir zwei Klebepunkte und kleben das so fest. Und dann wird dann nur noch die Spitzen nach außen geklebt. Also. Jetzt hier einen Klebepunkt hier, den anderen auf der anderen Seite. Dann einfach so zusammenkleben und dann können wir die Spitzen einmal nach vorne und nach hinten drücken. Und die Spitzen tue ich auch noch mal mit einem Klebepunkt fixieren. Und das machen wir rundherum. Ich habe jetzt hier ein bisschen schwarz und leichtes grünes Papier drauf und dann ein paar Eierchen. Gestalten. Meine Kinder lieben weiße Schokolade und auch Marzipan. In der Mitte könnt ihr natürlich noch ein Osterhasen setzen, wie ihr das möchtet. So ist ein schnelles Körbchen gebastelt. Ein paar Osterlollis gefunden. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Nate. Tschüss! Hallo, ich bin's nochmal. Schön, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Einen Daumen nach oben. Unten gerne die Glocke, damit ihr mal wisst, wann ein neues Video von mir kommt. Auf der einen Seite könnt ihr mich abonnieren und auf der anderen Seite gibt es ein oder zwei alte Videos. Bis dann, eure Nate von Kreativ4All. Tschüss!